So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ab und zu stellt der Ton zu spät an. Ihr werdet es dann sehen, tut mir leid. Das ist mühsam. Vielleicht gibt es da mal ein Software-Update. Ja, okay, dann lassen wir gleich los. Viel Spaß. So, ich bin wieder unterwegs. Und zwar nach Krumbach zum Zahnarzt Dr. Scholz. Der hat mich mal auf YouTube in Spanien, als ich da unten beim Zahnarzt war, angeschrieben, weil ich irgendwelche Fragen, Hilfe brauche, Zweitmeinung, soll ich mich doch bei ihm melden. Und da der jetzt nur 100 Kilometer knapp weg ist von Röthenbach, wo ich gerade bin, ja, habe ich jetzt mich entschieden, bei ihm vorbeizufahren, um wieder mal ein Zahnproblem, wobei es ist nur mehr ein Schönheitsproblem, wir werden es dann sehen, ja, zu erledigen. Und dann hoffentlich habe ich dann lange Ruhe von diesen Zähnen da. Hier übrigens das Mikrofon, gerade hier, ich habe es hier ans Kabel gehängt, damit die Tonqualität auch gut ist, ich hoffe das auf jeden Fall. Und das ist auch ein Rode-Mikrofon, einfach das kleine mit dem Kabel. Das hat sich auch als sehr gut erwiesen. Das Funkmikrofon verwende ich jetzt hier eigentlich nicht. Das brauche ich auf dem Bike, damit ich da nicht Kabel an der Kamera habe, zu viele. Ja. Also ich denke, es wird immer besser mit der Filmaufnahme. Letztes Mal, ich glaube, da war der Akku ein bisschen durch. Ja, wir werden sehen. Ich muss mich da noch ein bisschen ranpassen. Ich bin überhaupt kein Profi, Amateur, auch auf YouTube. Ich muss da immer wieder mal alles lernen. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich mache einfach so gut, wie es geht. Und ja, ich will da auch nicht stundenlang Zeit investieren, muss ich ehrlich zugeben, weil es ist ein Hobby und ich verdiene ganz wenig, damit wenigstens ein bisschen Dieselgeld drin ist. Und der Aufwand ist dann halt doch enorm. Also fürs Geld mache ich es nicht, das wisst ihr. Ich will ja immer authentisch sein. Und das ist mein Markenzeichen. Das will ich auch beibehalten. Und wenn ich mal irgendwie von was schwärme, von einem Produkt, dann muss ich auch überzeugt sein. Wie von dieser Kamera da. Die gefällt mir sehr. Die kann ich echt gut brauchen. Und deswegen hört ihr das dann auch. Ja. Gut, wieder. Den ich da mal eingebaut habe, ist auch schon ein Jahr her, und dann verdrahtet habe mit 6 Kabel, würde ich auch immer wieder machen, ist einfach ein Komfort. Und zum Glück funktioniert es bei mir, bei manchen funktioniert es ja nicht, obwohl sie alles auch richtig gemacht haben, keine Ahnung wieso. Ich fahre jetzt genau mit 1500 Umdrehungen und habe eine Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer, also ich bin nicht schnell unterwegs, das reicht, weil ich habe ja ganz viel Zeit. Ich fahre immer früher los, um 2 habe ich den Termin und ich bin schon um 12 Uhr losgefahren. Das reicht locker, also alles bestens. Habe ich einmal Zeit ein bisschen zu quatschen mit euch. Die Kamera habe ich jetzt gedreht, beide Hände sind tipptopp frei, das ist wie eine Freisprecheinrichtung. Auf dem Handy kann ich es ein- und ausschalten und ich sehe mich da auch auf dem Handy bzw. das Bild. Das passt also tipptopp. Ja, was gibt es zu erzählen? Mit Einzelbereifung bin ich immer noch sehr zufrieden. Ich würde es immer wieder machen. Man merkt einfach den höheren Umfang bzw. Durchmesser. Und ja, ich habe bis jetzt noch keine Reserve, weil man kriegt die eigentlich einfach und gut. Muss mir aber dann mal einen zulegen. Ja, und das Schlingen hinten, das ist halt, aber da habe ich mich schon dran gewöhnt. Ich merke es gar nicht mehr. Wenn man ganz leicht am Lenkrad dreht, ohne hastige Bewegung, dann geht das eigentlich sehr gut. Ja, und sonst, beim AdBlue gibt es so eine Lufteinblasung. Da habe ich erst jetzt festgestellt, dass da ein Schlauch undicht war, ganz oben.
beim, kann man sagen, bei diesem AdBlue-Zeugs da. Das hat immer gezischt, ich dachte, das sei normal, das ist mein erstes AdBlue-Fahrzeug, ich hatte keine Ahnung. Ich habe das auch nie gelernt, das gab es bei uns nicht. Und das hat da immer rausgezischt. Und das habe ich jetzt mit verschiedenen Ohrringen gelöst. Also selber irgendwie was gemacht, dass es auch ewig hält. Jetzt zischt es nicht mehr und das verbraucht natürlich jetzt auch wenig Luft. Das heißt, ich bin jetzt ja gut einem Jahr so rumgefahren. Tja, wenn ich das gewusst hätte, ja, kann es geben. Ich weiß halt auch nicht alles. In einem Café von Bekannten, von der Freundin, und das war Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es so Qualitätsunterschiede gibt beim Kaffee. Der war sensationell, der hat mir gefragt, die Mischung und alles Mögliche. Und dann habe ich so eine äthiopische Mischung gekriegt, was war das? Ein Latte Macchiato Espresso. Und das war also ein Traum der Kaffee. Da habe ich ihm gesagt, also muss ehrlich sagen, mein Kaffee ist scheiße, weil ich hatte keine Ahnung, dass es so verschiedene Geschmäcker gibt und auch wie man das brüht, und das ist eine richtige Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall, da kann man sich fast zu Tode trinken mit diesem Kaffee. Das ist Wahnsinn, ich muss jetzt da auch mal eine gute Bohne erwischen. Die Kaffeemaschine, ja, die habe ich jetzt halt. Ich lasse jetzt auch Espresso raus, ich tue zwar immer gerne Milch und Zucker rein. Jetzt ist es schon ein bisschen besser geworden, aber meine ist leicht bitter. Ich habe immer ganz normalen Kaffee gekauft. Ja, jetzt ist das auch eine neue Erfahrung, weil ich habe erst mit 50 angefangen, Kaffee zu trinken. Habe also keine Ahnung. Und beim Wein ist es ja eigentlich dasselbe. Da gibt es auch ganz viele verschiedene, und da trinke ich eigentlich auch nur guten Wein, wenn überhaupt. Ich trinke ja sehr wenig. Aber wann dann guten Wein? Und beim Kaffee ist das jetzt offenbar auch so. Habe ich ja neue Erkenntnisse. Ihr seid da vermutlich schon weiter wie ich. Jetzt labere ich ein bisschen viel, aber vielleicht mag es der eine oder andere. Jetzt bin ich dann gleich in Kulmbach. Und dann ja, mal schauen, wo ich da dann parke. Ab morgen soll ja der Diesel günstiger werden. Hier ist er ganze 1,959 heute. Dann werden wir schauen. Am Donnerstag fahre ich wieder zurück, was er dann kostet. So, ich habe es geschafft. Da hinten ist mein Zahnarzt. Die Frau kann mich schon begrüßen. Das ist immer schön, wenn man die Leute kennt, beziehungsweise sie kennen mich. Ja, jetzt gehe ich zum Zahnarzt. So, Zahnarzt ist fertig. Donnerstag nächster Termin. Und jetzt fahre ich durch die Stadt auf zum Stellplatz. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht eine Nacht und dann zum Schwimmbad. Mitten durch die Altstadt. Hä? So, hier ist der Stellplatz. Uiuiui. Pumpenvoll. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja. Mal schauen, ob ich hier bleibe. So, ich bin gerade dabei, das Carnet de Passage zu beantragen. Da kann ich sogar das gewünschte Datum, 1.10. Vielleicht mache ich es auch 1.9. Und man braucht die Motornummer, und damit ihr die findet, ich wusste auch nicht, wo die ist. Da ist der Motor. Und ich zeige es euch gleich, sobald ich runterkomme. So, da unten ist sie nämlich beim Steuergerät. So. Jetzt hier seht ihr sie, also unter dem Kleber, ich muss den hoch machen, da unten ist sie. Da könnt ihr sie schön ablesen, und laut Betriebsanleitung, zeige ich euch auch noch schnell, da steht nämlich hier, soll sie auch noch irgendwo da auf der anderen Seite sein, irgendwo da,
Habe ich sie aber nicht gerade gefunden. Ich müsste putzen, aber egal, ich habe sie jetzt. So, neuer Morgen. Gestern war ich noch eingeladen zum Essen von meinem neuen Zahnarzt. Das war ein toller Abend. Er hat auch ein Vario und kurft da, wenn er kann. Ja, überall herum. Und jetzt bin ich da noch auf diesem Stellplatz und den zeige ich euch jetzt. Die Leute, die meisten schlafen noch. Und es ist Wahnsinn, wie viele Plätze die da hergerichtet haben. Aber ich gehe jetzt dann weiter. Bleibe nur eine Nacht hier. Ich habe was Schöneres gefunden. Da bin ich gestern reingefahren. Da hinten habt ihr schon gesehen. Da hat es Plätze, dann da vorne. Die ganze Reihe ist voll. Manche ja, sind glaube ich länger da, so wie der Wohnwagen. Und hier haben sie gleich nochmal einen hingestellt, gleich daneben, ist ja Wahnsinn. Hier Entsorgung. He. Und die Camper werden auch immer größer. Da sind noch ein paar kleine, aber ja, als ich da angefangen habe, gab es kaum so große. Gibt immer mehr. He. So, gleich daneben ist, glaube ich, die Mainz, nennt man die, glaube ich. Irgendwie. Ja, aber ich fahre jetzt weiter, also mit dem Bike. Stelle das Bike ab und dann hole ich zu Fuß das Wohnmobil. Ich habe da einen anderen Platz gefunden, direkt am Fluss, wo ich ein bisschen für mich bin. So, gegenüberliegend von mir, hier stehen sie in Reihe und Glied. So, wieder zwei Schlachtschiffe, Flaggschiffe, Franzosen. So, ich bin da hinten und ich packe jetzt dann zusammen. So, wieder was vom Vario. Gestern hatte ich noch einen Ölverlust oder einfach Öl entdeckt und zwar gleich hinter den Ansaugkrümmer war da Öl und dann läuft es runter zum Motor. Und zwar genau hier, da. Da unten die Schraube war voll mit Öl. Und dann lief es rechts runter. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe es jetzt geputzt, ich beobachte es. So, und hier habe ich noch ein Gestell reingemacht. Das Brett hier, Raumteiler kann man sagen. Das kann man nur kippen und wieder rausnehmen, dann die Stange. Bleibt dann drin und damit das Ganze nicht rauskommt, kommt dann einfach das Teil da rein und dann kann es eigentlich nicht mehr kippen. So, und da unten noch eins. Das ist für die Lady. So, und klar, ein paar Renovierungsarbeit. Das ist das Ablagebrett, da waren die Pflanzen drauf und das Wasser hat ihren Tribut gefordert, weil der Lack ist nicht wasserdicht. Und jetzt schleife ich das ab und neu, tue es neu lackieren. Bin immer noch in Kulmbach. Das ist die Blasenburg. Gar nicht mal so klein. Ziemlich große Anlage. Wahnsinn. Das große. So, die Angie hüpft einfach mal schnell auf den Brunnen und trinkt. Wunderschön, diese Anlage. T
Tja, auch die Neuzeit hat eingeschlagen. Ne? So, das Brettchen ist auch wieder schön geworden. Nur mal so zum Zeigen, ich mache da Grüntee und Induktion. Und jetzt stelle ich ab und es hört sofort auf. Sonst wäre mir das, die ganze Sache überlaufen. Also sehr effizient abstellen und tschüss. Das ist der Vorteil von Induktion, das ist mein Tee übrigens. So, jetzt diesmal 1,90, ja Wahnsinn, ich glaube nur 5 Cent, also nicht wirklich günstiger geworden. Ja, ich bin wieder am Zurückfahren, Zahnarztgeschichte fertig und war toll. So, ich war jetzt also bei Markus Scholz, Zahnarzt, auch ein Vario-Fahrer, über YouTube kennengelernt. Und war sehr zufrieden, Montag hin, Donnerstag alles fertig. Sehr kompetenter Zahnarzt, muss ich sagen, ist schnell auch. Ja, und ich habe ein neues Beißerchen gekriegt, ihr seht hier, da war ein Zahn nicht mehr so schön. Jetzt habe ich ein neues Teil gekriegt, passt schön, die Lücke ist weg. Also, jetzt könnt ihr mich ein bisschen besser anschauen, ja, das ist jetzt super, he? Tut noch ein bisschen weh natürlich, aber ja, das ergibt sich. Bin also zufrieden und grüß dich, Markus, danke nochmal für deine tolle Arbeit. So, was gibt's noch? Ich habe mir ein Diagnosegerät zugetan von Delphi mit Software über Laptop und Bluetooth. Und damit kann ich jetzt die Fehler auslesen und auch löschen. Das werde ich mitnehmen auf meinen Reisen und ich habe es probiert, es funktioniert auch. So, und das ist die Software dazu, die läuft leider nur auf Windows. Und da muss man halt das Fahrzeug auswählen. Hier habe ich es gespeichert in der History. Dann, was will man auslesen? Der Motordiesel. Und dann kann man hier einfach die Fehler abfragen, dann sucht er den VC-Anschluss, den hat er gefunden und das dauert jetzt ein Weilchen. Ja, die Zündung muss man natürlich auch einschalten, kommt eine Fehlermeldung. Ihr seht jetzt hier das Gerät, das fängt auch an zu blinken, wenn da Kontakt aufrechterhalten ist. So, jetzt blinkt es zweifarbig, das heißt, er hat Kontakt aufgenommen und hat jetzt schon zwei grüne Häkchen. So, jetzt. Und keine Fehlercodes. Und man kann da noch mehr machen. Man hat da so verschiedene Dinge da. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Hier zum Beispiel den NOx-Sensor habe ich mal zurückgestellt. Das ging. Da war nämlich ein Fehler drauf. Und so konnte ich ihn löschen. Also immer gut, wenn man was dabei hat. Jawohl, also jetzt wisst ihr das auch. Ja, ansonsten bin ich Hundefutter am Bunkern da. Hinten habt ihr jetzt, wie viel sind es, etwa 25 Säcke, 2 Kilo Säcke. Ja, also wenn man ein Jahr unterwegs ist in diesen Ländern ist, da hat man glaube ich nicht so viele Möglichkeiten für Hundefutter. Deswegen nehme ich möglichst viel mit und dann muss ich dann halt schauen, wie ich das mache. So, und jetzt, wo es so heiß ist, läuft bei mir eigentlich den ganzen Tag die Klima. Die braucht keinen Strom. Auch in der Nacht übrigens. Ich habe 20 Grad eingestellt. Ist so super wunderbar, so zum Schlafen. Fenster habe ich zu, weil wegen dem Lärm. Und dann Lüfter läuft natürlich. Das Wärmerückgewinnungsteil läuft. Und so habe ich auch frische Luft. Ja, tipptopp. Also dann, das war's wieder von mir. Und ja,
einen oder anderen sehe ich dann bald. Jetzt ist ja dann die Messe Adventure Outside in Bad in Bad Kissingen natürlich. Bin ja noch nie da gewesen. Ihr werdet mich vermutlich da an diesem Fluss oder Bach finden. Ich hoffe, ich habe ein Plätzchen. Ich komme da auch ein bisschen früher rein. Und ja, wenn ihr mich besuchen kommt, dürft ihr ruhig kommen. Also, dann schön wart ihr dabei. Wie immer Daumen hoch. Ich war jetzt ein bisschen Zusammenfassung. Läuft halt nicht viel. Ich bin meistens stationär hier. Und ja, bereite mich vor. Und okay, das war's. Danke und tschüss.